Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots. Straight to the face, I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get bruised, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous, can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. Taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I need help, it's so cold outside and I'm going through hell. I don't feel alive, sometimes I can't tell. Cause every day I try, but I think I need help. Maybe if I fight, one day I'll be well. Want someone by my side, but I'm stuck in my shell. Want someone to rely on, but everyone's selfish, helpless. So damn jealous, and I just wish I never felt this. In this world from sea to shining sea, there's a way for me to go be free. There's a way for me to go be me. I just know that there's a place for me. 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 So sick of feeling like life is gonna be wasted. I just wanna be someone, wanna be greatness, yeah. I just wanna be happy, wanna make changes. But I don't know where to start, how do I grow? Maybe there's something inside I could strive for. Maybe it's all in my mind I could guide towards. Something better in my life I could fight for. In this world from sea to shining sea,
There's a way for me to go be free. There's a way for me to go be me. I just know that there's a place for me. 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 Good, Leute. Wait a minute. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Livestream hier auf Twitch. Nach langer Zeit tatsächlich mal wieder. Ja, Twitch war jetzt lange weg tatsächlich. War lange weg jetzt von Twitch. Ich habe ein bisschen auf YouTube mehr gemacht. So, ich habe mehr auf YouTube im Moment gemacht. Deswegen, deswegen ist das jetzt ein bisschen anders hier. So, ich bin jetzt hier gerade noch ein bisschen verwirrt, weil ihr müsst bedenken, ich benutze heute meine andere Facecam, die ich habe. Ich habe nämlich noch eine zweite USB-Facecam. Deswegen, weil ich kann euch das hier mal zeigen. Ich benutze nämlich mein Handy. Ich weiß gar nicht, erkennt man das? Ich hoffe, man erkennt das, weil die Kamera ist echt klein geraten heute. Ich benutze nämlich mein Handy als so gesehen Stream Deck mit Streamlabs Control. Und das ist sogar eigentlich ganz geil, weil dann kann ich das Handy hier einfach neben mich hinstellen, obwohl ich habe so sonst neben mir stehen und kann einfach hier so gesehen dann darüber alles machen. Ich muss jetzt gucken, wo ich es am besten hinstelle. Ich stelle jetzt glaube ich am besten auf die Seite. Hier kommt das, ist es sogar noch ein bisschen besser. Dann ist nämlich direkt neben den Chat. So, ich muss noch ein bisschen, wenn ich irgendwie down nach oben bin, muss ich komplett weit nach oben zeigen, weil die Facecam ein bisschen, ich sage wie gesagt, minimal heute ist. Und ich schließe mal ganz kurz zumindest mein Ladekabel an. Wo, ich habe übrigens ein Tuch rum, beziehungsweise so ein, ich sag jetzt mal Handtuch oder so. Also es ist jetzt nicht Handtuch, aber es ist so ein Tuch halt, was kühl ist, weil mir ist verdammt warm. Es ist so warm gerade. Wir haben 21 Grad oder so gerade oder 22 Grad. Ich guck die vor allen Dingen dahin, ne, weil ich eigentlich gewohnt bin, dass da die Kamera ist. Ist mies weird gerade, aber wir haben es gerade 21 Grad oder so und ich schwitze wie ein Esel. Es ist nicht mehr normal, so fett wie ich schwitze, Digga. Junge, scheiß aber einfach drauf, Digga. Ich guck ganz kurz, ob. Okay, vielleicht Sound Audio ein bisschen höher. Schreibt mal gerne rein, ob Game Sound so passt oder ob das vielleicht noch ein bisschen lauter soll oder leiser, dann meist noch ein bisschen leiser. Und ich hau das einfach mal jetzt auf irgendwie, keine Ahnung, auf 9,9. Sollte passen. So. Mir ist fett warm, deswegen ist einfach drauf, wir fangen direkt an. Ja. Ey, Digga, ich weiß nicht, mir ist so warm, ne? So, wait a minute. Wir können Dingens machen. Ich kann, mach Dings noch an, Musik. Sorry an die, die sich jetzt erschrocken haben. Die Musik ein bisschen leiser. Ich hoffe, Musik passt so. Ich hoffe es. So, wir starten durch. Gehen wir rein. Auch die Wins natürlich, ne? Ihr wisst Bescheid. Direkt NFL-Map, das ist sehr schön. Ich bin direkt vor 20 Mal gestorben. Schön. Ja, passt weg. Es ist so gottlos warm, Alter. Oh mein Gott. Meine Nase ist immer noch. Ey, es ist so warm, ne? Es geht nicht mehr. Scheiße, es ist so warm. Waren wir noch nie wirklich. Also doch schon, aber nicht so krank gerade. Ich hab direkt meine Lieblingsfresse. Mama da Mama oder so, keine Ahnung.
Ah ja, oh nee, diese Bombe hätte ich schon auseinander genug. 120 Pink Kascher, Bruder. Schön. Ey, ich will diesen Immortal Gaul. Bombe, Bruder. Hi, ah, wie sauber statt. Schön. Okay, wir sind safe. Wir sind safe. Wir sind safe. Alles safe. Ah, oh, no, ich bin doch nicht safe. Schön, schön. Schön. Let's go. Schön, Digga. Wonder Woman auf mich bestellt, Alter. Okay, let's go, Digga. Im Finale direkt Lavaland, Digga. Schön. Ich liebe sie drin, ne? Ich stehe jetzt alle aufeinander, wenn ich dann auf dieser Welt, ne? Würde ich wohl normal sein. Ich wollte gerade sagen, komm, weg. So. Nee, Digga. Wait, yo, ich hätte mich fast nicht. Aber irgendwie war mir klar, dass ich reinkacke in der ersten Runde. Irgendwie war mir schon klar. Aber ich weiß gar nicht, ist das hier unfinstig? Müssen wir reinschreiben, eventuell, ob ich die Zuschauerzahl oben in der Ecke hier, da in der Ecke, ob ich die anlassen soll oder nicht. Müssen wir mal eventuell reinschreiben. Ob ich die drin lassen soll oder nicht. Und ob die Musik zu laut ist, weil ich höre es nicht. Ich höre die zwar im Hintergrund, aber auch nur wieder selber über Buch. Nicht im Stream direkt. Ist übrigens Nefex. Für die, die sich fragen, was das für Musik ist, ist Nefex. Songtitel, die weiß ich gerade nicht, muss ich mal gucken, vielleicht finde ich sowas, dass das angezeigt wird. SR oder Charlie aus Fortnite, aber persönlich, ne? Oder er sieht einfach aus wie dieser Charlie-Skin, Digga. Einfach dieser Bananen-Skin, oder? Er ist tot, oh mein Gott. Aber ich mach mal ganz kurz den Test. Ich mach mal eine Test-Message. Schön. Schön, dass ich hier nicht angemeldet bin. Ich muss mich ganz kurz anmelden für den Chat bei StreamNet. Deswegen gehe ich aber schon mal aus der Runde. I thought I would never be fine.
drive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Sailor is that I'm young to be fat, which is the same as they were a year ago. But all will be okay. So viele Skins habe ich noch nicht. Ich will auf jeden Fall, welchen Skin ich auf jeden Fall wieder haben möchte. Das war den. Das ist mein Lieblingsskin aus Dumbledore, das will ich wieder haben. Den will ich auf jeden Fall wieder haben. Aber warte mal, ihr hört Dings, ne? Wait a minute, ich muss das kurz machen. Zack. Das neue. So, ich hoffe, man hört jetzt was damit, guys. So. Jetzt hört man Stumbleguys tatsächlich und Groove einzeln. So ist es besser. So. Ich teste mal kurz was. Gut, da ist halt die Mucke noch nicht drin, da muss ich noch einstellen. Ich glaube, hier ist sie auch noch nicht drin. Ne, nee. Okay. Gut, dann weiß ich, was ich auf jeden Fall noch einstellen muss. Ich muss auf jeden Fall dann noch die Musik für Pausenszene und die Endszene noch einstellen. Genau, es würde hier auch noch so eine Dingens geben. Würde es halt auch noch geben, ist ein bisschen unnötig, ne? Brauchen wir nicht. So, starten wir rüber. Und dann weiter geht's. Oh, wow, das hat er sogar einen Skin. Schön, ich springe erstmal gefühlt 800 Meter an diesem Ding vorbei, ne? Oh mein Gott, Gummibärenbande, ne? Ja, wir sind drinne. Ich bin kein Fan von der Map. Von dieser Eismap bin ich irgendwie kein Fan von. Klar, ich find's geil, dass man hier diesen, ich sag jetzt mal, dass man da so durchjumpen kann, wenn man es dann schafft. Ich versuch's lieber gar nicht erstmal. Weiter. Schön. Digga, dieser Schneeball hat mich komplett, weiß ich nicht was. Ja, yeah, schön. Oh mein Gott, Digga, der ist so weg, ne? Oh, pff, ey, ist, oh mein Gott, Digga, er ist einfach die Welt umgesprungen, Digga. Ja, schön, schön, schön. Rutsch, 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 rutsch. Ich will fett noch ein Ziel, ne? Schön, ich sag euch, ich will fett noch ein Ziel und damit bin ich schon gefühlt 20 Minuten drin. Schön. Warte mal, was passiert denn, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Ach, da macht er mir das Hintergrundding weg, okay. Ich schätze mal bei Game Capture, macht, genau, da macht er dann das Spiel aus. Das kann ich dann zum Beispiel machen, wenn ich irgendwie was am Background mache.
irgendwie was auf dem Desktop oder so, was man vielleicht auf Twitch nicht sehen soll oder generell in den Streams so. Weil für, zum Aufnehmen benutze ich wahrscheinlich immer noch OBS normal, also normal OBS Studio. Ja, Streamlabs ist dann noch ein bisschen geiler, aber Streamlabs ist glaube ich komplett Streaming ausgelegt. Vielleicht werde ich später auch komplett über Dings aufnehmen, auch noch über Streamlabs und nicht mehr über OBS. Oh Junge, Alter, oh mein Gott, Digga, ich hab dich grad schon in der Hölle gesehen, ne? Ich find's auch fett, ne? Heute ist erst Dienstag. Ich dachte heute Morgen erst, es ist Mittwoch. Aber heute ist Dienstag. Ich find's auch einfach schön, dass keiner hier gerade ich hol den Win jetzt, ne? Devil! Devil of 2023 holen? Ja, schön, ich hol nicht den Win. GG, aber GG an den Typen, der gewonnen hat. Guck mal ganz kurz, okay, da krieg ich Juwelen. Ja, irgendwie. Ja, generell auch irgendwie Stump, was ist Rotz diese Season. Irgendwie ist er komplett scheiße, Alter. We are next round. Kriege ich den irgendwie ausgestellt, diesen Abwehrmodus, Digga, weil der nervt mich extrem. Deaktivieren, so. Jetzt. Geht doch. Boah, ich schwör's euch, ne? Ich hasse die jetzige Jahreszeit. Meine Nase ist zu wie ein Tor am Schloss. Das ist krass kein Wortspiel, ne? Nicht mal ein guter Vergleich oder so. Nix ist das, nix. Scheiß drauf, einfach wirklich, ne? Oi, schön, ja, schön. Oi, okay, Bro. Oh, Junge, okay, irgendwie hab ich mich grad. Schön. Schön, ich bin direkt in der ersten Runde raus, schön. Danke für. Ja, Frau, nichts. Ich werde aber heute nicht. Ich bin tot, ne? Oh mein Gott. Ich werde aber auch nicht la. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, Leute, ich werde heute nicht lange streamen. Ich werde, weiß ich nicht, maximal. Wenn ich. Ich schaue auf jeden Fall, dass es über eine Stunde ist. Das will ich auf jeden Fall schaffen irgendwie. Aber ja, lange werde ich heute nicht streamen. Vielleicht wird es wieder ein bisschen angenehmer draußen. Und man nicht alle gefühlt, keine Ahnung, sich die alle 10 Minuten so fühlt, als würde man gerade in der Sahara sitzen. Und von dort aus streamen. Ja. Deswegen. Nicht wundern, wenn heute der Stream ein bisschen mal kürzer ist als die sonstigen Streams. Aber ich würde sagen, wir spielen noch ein, zwei Runden und dann gehen wir so, können wir so ein bisschen Reaction machen. Da hätte ich auch noch mal Bock drauf. Weil die Reactions haben immer gebockt. Oh, wow. Ja, komm, wir spielen noch die Runde zu Ende und dann noch eine und dann gehen wir rüber. Reaction hätte ich Bock drauf. Hätte ich Bock drauf. Was ist überhaupt für ein Lied? Ah, das ist ein Fadeaway. Iron Man, ne? Tot. Das laber ich. Es will nicht weitergehen, ne?
Ich kann auch nicht verlassen, das ist das Problem. Ich kann ja gerade nicht mehr verlassen. Scheiß drauf, wirklich. Scheiß einfach aufs Dumbledore, ganz ehrlich. Ziemlich leer hier. Ja, ein bisschen, ne? Bisschen leer. Ich mach mal kurz YouTube auf. Ich hoffe, er macht jetzt auch YouTube an. Ne, macht er nicht. Okay. Dann muss ich das eben anders machen. Da muss ich gucken. Da Game Capture. Bestimmtes Fenster. So, hier, Oprah. So, eigentlich sollte er jetzt gleich. Eigentlich sollte er, wenn er es dann macht. So. Warum macht er das jetzt nicht? Na, ich mach doch diese jetzt. Zockst du auch einen Zuschauern? An sich ja. Kommt halt immer drauf an, wie man gerade Lust und Laune hat, wie viele Leute gerade irgendwie mitzocken wollen. Aber irgendwie hängt das Spiel gerade komplett. Deswegen, ich versuche jetzt gerade irgendwie Ding hier einzu. Ach, warte mal, muss ich dafür ein Dingens sein? Bestimmtes Fenster, belegen wie Vollanwendung. Schön. Automatisch. Was zum Teufel? Ey, ich küsse dein Herz. Ey, ich hab mich gerade ein bisschen erschrocken. Alter. Junge, ich hab mich gerade ein bisschen erschrocken. Oh mein Gott. Alter Schwede. Boah, Junge. Aber warum kann ich jetzt hier. Ja, hier Oprah will ich machen. Es stimmt doch überein, Arme, na räum. Fenster im Vordergrund. Was für Hotkey? Ich hab dich über Hotkeys eingestellt. Ich hab die Scheiße erst heute installiert. Was kann er das hier finden? Er kann nicht mal das finden. Kann er das finden? Er kann nicht mal das finden. Oh mein Gott. Gib mir was zu essen davon. Mach das, gönn dir den Döner. Wahrscheinlich kein Döner, ne? Aber trotzdem. Ey, er will fett Dingens nicht, ne? Kommt drauf an, was wir zocken wollen. Ey, ich hasse dieses Teil hier gerade zu sehr, ne? Ich mach jetzt einfach automatisch. Danach kann ich alles hier so. Ach! Warte, hier, warte mal. Kann es daran liegen? Wenn das jetzt daran liegt, ne? Ne, er erkennt Oprah trotzdem nicht. Warum erkennt der Oprah nicht? So? Nee. Man hätte das vielleicht vorausschauend testen sollen. Das Geile ist, ich hab Oprah eigentlich im Ding jetzt drin hier. Im Vollbild, aber er macht's nicht. Keine Ahnung. Wait a minute. Dann mach ich das jetzt anders. Dann versuche ich das jetzt auf die Schnelle hier einzustellen. Ich muss gucken, wie groß das ist. Wait a minute. Schön. Achso, weil ich das doch außer. Ah, vor allem, weil ich es falsch eingestellt habe. So, wait a minute. Ich versuche jetzt auf die Schnelle.
Ich nehme mal ganz kurz hier meine Facecam raus. Ich pack die da gleich wieder rein. Ich muss aber mal eben schnell. Toll, das sagt mal voll, wie groß das ist. Egal, scheiß drauf, Bildschirmaufnahme. Genau, Screen Capture. So, Screen 2. Da. Da muss ich das doch irgendwie einfach nur hier so reinpacken. So. Kann ich das hier irgendwie exakt da einstellen? Oder beziehungsweise kann ich das irgendwie vielleicht auch einstellen, dass das hier eventuell zu einer Dingens wird? Bestimmtes Fenster erfassen. Ja, Oprah. Er soll mir eigentlich Oprah machen, aber macht er nicht. Warum macht er das nicht? Egal. Scheiße, war wirklich doof, ne? So, das passt. Passt eh perfekt. So, gut, dann machen wir das Ganze jetzt einfach so. Ist mir auch egal. So, Webcam. Schön. Das war fett daneben gedrückt. So. Schön. Trust. Ja. Mach ich die einfach wieder kleiner und hau die hier hinten wieder rein. So. Alles egal. So. Geht doch. Meine Fresse. Ja. Dann muss ich das hier anmachen. Zack, neu, YouTube, Quelle hinzufügen, Fenster, Oprah. Boah, das Lied ist geil. Aber kommt mal um alles jetzt. Das kann vor allen Dingen aus, das kann aus. Eigentlich sollte man jetzt Oprah nicht mehr, sollte man Groove jetzt eigentlich nicht mehr hören. Es ist ein bisschen komisch, das hier einzuschätzen, weil das hier auch ein bisschen anders ist tatsächlich. Ich muss das alles nochmal anders einstellen hier. Das muss ich nachher mal machen. Weil mich triggert das ein bisschen. Ich muss, kann vor allen Dingen hier mal den Chat auch kleiner machen. Weil dann sehe ich das hier alles so ein bisschen besser. Dann kann das bei dann nach oben. So. Jetzt sehe ich das alles schon mal ein bisschen besser. Let's go. So, jetzt habe ich auch hier so gesehen Audio-Sachen drin. So, komm, wir testen das jetzt einfach mal. So, dann brauche ich aber nicht mal Fullscreen sein. Wir machen JBB Payback. Wir reagieren jetzt auf JBB Payback. Und zwar von RMX zusammen mit von Endless zusammen mit Lib RMX, SpongeBob San Diego und Johnny Dixon. JBB Payback, produziert von Jordan Beats. Kommen wir gehen rein auf entspannt. So, wir gehen natürlich erstmal auf Gottlos hier rein. Remix Info: Länge 3:41 beziehungsweise ohne das Ending noch am Ende. Remix by Endless MRC und Lip Remix. Video Cut by Endless. Pre-Hook Vocals Song by Shogun. AI Model by RMX Sego und Ghost Boy Lit. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Mix und Master von RMX Sego. Beat Produzent Jordan Beats und Thumbnail by Virtual Graphics. Genau, noch ein bisschen Social. Social Media, Discord, Instagram, RMX, Tigo, Instagram, Jogan, Instagram, Lip Remix, Instagram, seine Programme, die Tags, nochmal Tags. So, gehen wir auf entspannt rein und danach würde ich nochmal. Habe ich gesagt, dass du anfangen darfst? Nein. Und danach würde ich sagen, gehen wir auch noch ein Ding rein, gehen wir auch noch in Reportagen rein. Auf Reportagen habe ich Bock, er hat nämlich auch ein neues Lied rausgebracht. Ich habe schon reingehört. In Reportagen sein neues Lied. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Oh.
sieht halt null aus wie 1080p, ne? Das kostet Interpol 10, du bist nur Internet-G. Wie 50 Twitter-Profil und trifft man sich mal im Real. Dann kriegst du dicker, verpickelter Hitler, so ein Hebel und zwar im Klitschka-Ausstil. Sado hier, Sado da, Libanesen, Clan Connect, ne Großfamilie, Namen, Songs, doch niemals in einem Strafprozess. Vielleicht wär... Lauter? Tschüss, warum lauter auf einmal? Ich hab extra leise gemacht. Okay, warte, ich... So. Muss man sagen, ob das jetzt so passt. Ich mach dir mal rum um die Welt reisen oder steig ins Ungeschlecht, dann wie Farid mit Brecheisen. Vielleicht fick ich deine Mutter an einem Freitagabend und lass mich drin richten wie bei Thai-Massagen. Spliff gerade Weed, zerfick an Marie im silbernen Jeep, sie kommt schneller als ein Twister-Release. Das Schicksal ist mies, geht durch die City Berlin. Von dieser zinkenden Bitch, MC Klee, sie frisst Projektile. Und ich misshandel sie, die Fick-Matratze mit Gesichtsack, mir nimm Stichwaffen mit Spitzhacken und schlitz da die B. Ich hab jetzt auf 10,3 gestellt. Eigentlich sollte das jetzt passen. Weil ich bin immer noch ein bisschen. Von den Einstellungen her bin ich immer noch ein bisschen lauter als die Musik eigentlich sollte. Aber ich pausiere eh, wenn ich was sage. Also. Ich muss ja ehrlich gesagt schon sagen, ich kenne das ja schon. Ich habe das ja schon ein paar Mal gehört schon. Ich finde aber, man muss ja dazu sagen, das ist ja keine normale Line von Sunny. So, die gibt's ja gar nicht. So, die gibt's in keinem Song. Ich kenne ja die meisten Songs von San Diego. Und diese Line gibt's nicht. Das ist nämlich von diesem AI-Model. Ist das, glaube ich, gemacht. Weil hier steht ja auch was von AI. So gesehen ist das von Shogun gesungen und so gesehen, ich sag jetzt mal, das Modell von dieser AI oder von Sunny Stimme, sag ich jetzt mal, ist von RMX und Ghostboy Lit. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Also zumindest steht's hier. Aber ich muss ehrlich sagen, klar, es ist ein Remix, aber es, ich weiß nicht, irgendwie, also klar, ich feiere den Remix und so, klar. Aber es trifft nicht so ganz mein. Wie kann man das gut nennen? Es trifft nicht so ganz meins, so irgendwie. Da finde ich die anderen, die er gemacht hat, schon ein bisschen stärker. Vor allem muss ich hier mal kurz umändern. Muss vor allem hier mal ganz kurz auf Just Chatting. Weil ich finde es auch schön, dass hier immer noch wieder Zocken am Geburtstag steht. Hä? Ist auch einfach schön, dass in meinem Titel einfach immer noch wieder Zocken am Geburtstag steht. So, ich mach gleich weiter. Ich ändere hier nur ganz schnell eben den Stream und sowas. Oh, ist mir warm, aber nicht so warm, ne? So, jetzt passt das. Jetzt passt das. So, jetzt kommen wir weiter. Die Hook ist geil. Die Hook ist geil. Ist krank auch mit, wie gesagt, mit diesem AI-Ding. Das ist krank geil gemacht. Die ist black, es ist der Krieger Mike. Neo, das KMB auf deinem Track, Name ist Still Alive. Joe, ist das ein Scherz, willst du nicht echt mit mir messen? Zwei, drei Teile von mir und du musst den Track-Titel wechseln. Sind wir Damen, die im Bodenkampf, schauen wir dich von oben an. Down ist bei dir das Syndrom in deinem Chromosomenstrahl. Mike Wille, dass ich dich am Mike kille. Triffst du bald mal auf, dann erst mal performen von Still Alive. Bleib still, einsilbige Reime, billige Vergleiche, kein Diktator, heute lässt uns für sie, für dich schreiben. Vergiss Blut für mein Ziel, für sie, für gute Musik. Damals war's Stifte, heute macht für sie, was du ihm befehlst. Was mit an, sage den Storys jetzt auf Internet boss. Sieht dich, wenn man bedenkt, dass du mich auf Instagram blockst. Eigentlich hab ich diese Scheiße sagt, Neo, aber weißt du was? Ne fucking Heizung mit dem Hand umdrehen, kalt gemacht. Ich hab gar, stimmt, ich hab gar nichts zu dem Part von San Diego und SpongeBob gesagt. Aber ich glaube, zu Sunny und SpongeBob muss ich nichts sagen. So, ich feier den Typen generell, ich höre seine Mucke generell. Von daher bräuchte ich zu Sunny und so gar nichts sagen. Deswegen zu Johnny Dixon kann ich aber, oder werde ich was sagen, weil Johnny Dixon höre ich wenig. So,
So, das einzige Lied, was ich so wirklich von Johnny Dixon gehört habe, war das Lied Fame und BBM ist die Gang. Das waren so die einzigen Lieder, die ich wirklich gehört habe bisher. So, weil irgendwie der Rest hat mich entweder nicht angesprochen oder mich einfach irgendwie nie interessiert. Aber zusammen auf einen Track mit Sunny, wobei, wenn man richtig überlegt, habe ich 3 Tracks mit von Johnny gehört. Der war ja auf Legenden von SpongeBob dabei mit Gio, Green, Asiato und Damon. So gesehen 3 dann. Aber ich muss sagen, der Part von Johnny hat mir gefallen, weil er kommt auf diesem, ich sag jetzt, also es klingt schon ähnlich wie ein Rockbeat, muss man ehrlich sagen. So ein Rock-Rap-Beat, es fehlt leider auch ein bisschen heutzutage. Man muss sagen, oder man kann sagen, Johnny kommt echt geil auf diesen Beat. Dann gehen auch fett Respekt raus an Jordan Beats, geiler Beat auf jeden Fall. Und natürlich hier auch an alle anderen, die in dem Ganzen dabei waren. Virtual Graphics, geil. Das Thumbnail sieht doch einfach geil aus, muss man echt zugeben. Ja, Remy Stego, eh geiler Typ. Macht eh kranke Sachen. Shogun auch, geisteskrank. Lip Remix sagt mir relativ wenig. Noch nie wirklich was gehört von. Können wir gleich aber mal gucken, ob wir da irgendwas finden. Aber an sich Respekt an alle, die dabei waren. Oh, so ein bisschen Yellow Bar mit zwar Videoszenen mit drinne, schön. Okay, bei... Das ist Apocalyptic Endgame, das ist Glastonbury 2. Da habe ich gerade gar keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist Schwarz-Rot... Entweder... Wobei... Es könnte Schwarz-Rot-Gold sein. Ich weiß es aber nicht. Es sieht auch irgendwie wie... Ja, wobei... Brata Brata war anders, ne? Ey, ich habe keine Ahnung von dem Video hier gerade. Sieht aus wie... Wie hier Ding... Was hab ich jetzt gesagt? Nicht Brata Brata, sondern das davor. Mei, Digga. Schwarz-Rot-Gold, so. Oh, Mobbing hochprofessionell war auch ein geiles, krank, geisteskrankes Lied. Gut, doch 4 Songs dann. Ey, manchmal bin ich komplett verwirrt, ne? Ich merke mir nie, was ich so wirklich von Leuten für Songs höre, wenn ich die danach nie wieder höre oder von den Leuten generell dann nie wieder was höre. Geil. Leute, supportet das Teil. Gebt ein bei YouTube, JBB Payback, gönnt rein da. 1000 Aufrufe, machen wir voll. Easy. Aber da kommt noch was. Ich weiß nicht mehr, was da jetzt kommt. Ah, okay, da. Darauf bin ich auch gehypt, ne? Auf das Lied. Sechster heißt nächste Woche Freitag kommt von Shogun und Gohan Miami Vice, schön, es war reingeschissen. Warte mal, lass mal auf Lip RMX gehen. Ich will mal gucken, was er so hat. Okay, SpongeBob La Familia 2 AI.
Warte mal, da muss ich jetzt mal rein. Ach so, stimmt, das geht hier ja gar nicht. Stimmt, muss ich ja so machen. Darfst du mich jetzt sehen? Sunny ist okay. Der Schatten mit meinem Milli BBN ist Satanilia. Okay, es klingt ein bisschen weird, aber es hat irgendwie was SpongeBob auf La Familia 2. Weil La Familia 1 war ja von SpongeBob mit San Diego und La Familia 2 ist ja so gesehen nur Sunny. Wenn die Bilder ausmarschieren. Was? Wenn die Bilder? Wenn die Bilder aus. Okay, es heißt eigentlich, wenn die Brüder aufmarschieren und nicht. Wenn die Bilder. Oh, gut, das kann ich mir nicht geben, Digga. Da sind mehr Dingsfehler drin als alles andere, Digga. Oh nein, was hast du mir jetzt geschickt? Achso, warte, ich muss das anders machen. Ich muss das kopieren und dann rüber. Ich bin ja nicht mehr auf Brave. Ich kann euch übrigens Brave Browser, kann ich euch nicht empfehlen, ne? Das ist scheiße. Ja, Digga, ich hab schon gesehen, Digga. Geh weg. Ja, nee, Digga. Kannst du mich mal fett, Digga? Aber fett nicht, ne? Ja, weg mit deinem Rick Ross da, Digga. Rick Ross sage ich vor allen Dingen schon hier. Dings, never gonna give you up. Das war fett weggehen mit, Alter. So, was gibt's hier noch? Bratans with Attitude 2. Hä? Warte mal. Vor 3 Monaten kam das. Das kam vor 3 Monaten. Warte, er will mir doch jetzt nicht wirklich sagen. Ja, schön, BWQ vor allen Dingen, ja. Dass BWR schon so alt ist. Das kam vor 3 Monaten. Schön, das kam mal vor 3 Monaten. Schön, egal, komm, dann habe ich immerhin hier was. So, was gibt's hier noch? San Diego Payback, dann nehmen wir auch noch mit. Einfach auf die Fresse 2 Remix. Hier war Strong. Oh, da, oh, ho, 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 ho. Da haben wir ein schönes Ganglife mit Kollege. Yellow mit zwar Limited Gangbox Unboxing Stream Ausschnitt. Ja, gut, was da drin ist, weiß ich, weil der Bruder steht hier. Der Bray steht auf meinem Tisch. Die Autogrammkarte ist hinten bei der Box neben meiner Festplatte. San Diego Kollege und SpongeBob Armageddon. Da gehen wir auch noch rein. Buntes Papier, das klingt auch irgendwie geil. Kollege Magnum Schatz, da können wir auch noch reingucken. Okay, das ist Farid. Okay, das klingt auch noch irgendwie spannend. Unica 2, Nero 2. Okay, wait a minute. Ich bin gleich wieder da.
Ah, jetzt. Nee, Digga. Nee. Ich guck mir dieses Short halt fett nicht an, ne? Weil ich schon weiß, was da kommt. Ich glaube, das ist das, was ich schon kenne, ne? Warte mal, jetzt schau ich. Weil ich guck ja auch ab und zu Shorts und so. Ich mache übrigens keine Reaction mehr. Ich muss nämlich noch was machen. Deswegen fett nicht mehr. Ey, wenn da jetzt hier Dings wieder kommt, ne? Schreibt er da weh. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Keine Ahnung. So. Scheiß einfach drauf, wirklich. Leute, wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen. Ich wollte gerade sagen, lasst ein Like und ein Abo da, aber ich bin auf Twitch. Kann man nicht liken. Fett, saftig. Egal. Leute, 51 Minuten, das reicht erstmal. Ich wollte eigentlich über eine Stunde, aber ey, mir ist viel zu warm gerade auch. Deswegen. Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich guck die ganze Zeit dahin. Egal, scheiß aber drauf, wirklich. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Andale.